Servus, ich bin Stefan Nützel und darf euch zu einem weiteren Video bei mir begrüßen, in dem ich euch zeige, wie ich meine Bilder vernisse. Das Ganze beginnt also damit, dass ich den Keilrahmen auskeile, weil nach einiger Zeit dann die Spannung der Leinwand manchmal nachgelassen hat. Das Bild sollte mindestens ein halbes Jahr trocknen, damit die Ölfarbe genügend Zeit hatte zu oxidieren und somit die Bewegung des Öls in der Malschicht dann zu Ende ist. Und das ist deswegen wichtig, wie man hier auch ganz gut sehen kann, weil die Anmutung sich verändert hat. Es gibt matte und glänzende Stellen und die Farbwirkung ist auch dadurch anders. Zuallererst ist es so, dass ich eben das Bild vom Staub befreie, damit ich eben den Staub nicht in das Firnis hineinbekomme oder irgendwelchen Oberflächenschmutz mit auf die Oberfläche lackiere. Seit nunmehr vielen Jahren verwende ich von Schminke das Neutralfirnis, das eine seidenmatte Oberfläche erzeugt, die so ähnlich ausschaut wie die Ölfarbe im nassen Zustand. Beim Firnissen ist es wichtig, dass man nicht zu viel Firnis aufträgt. Und eine andere Schwierigkeit, die auch noch entsteht, ist, dass das Firnis gleichmäßig aufgetragen wird. Das erzielt man eben dadurch, dass man jetzt auch immer wenig Firnis in den Pinsel hineingibt und versucht, das Firnis so gleichmäßig wie möglich zu verstreichen. Als allererstes geht es eben darum, die ganze Fläche einigermaßen gleichmäßig zu bedecken. Und hier kann man auch ganz gut sehen, wie die Wirkung des Firnis schon mal ist. Also das heißt, gerade die dunklen Farben werden um einiges satter und saturierter und es entsteht wieder die Anmutung der feuchten Ölfarbe. Schlussendlich ist es euch eigentlich auch immer wieder so, dass die Ölfarbe dann im matten Zustand natürlich auch gänzlich anders ausschaut, weil sie halt einfach einfällt und eben die dunklen Stellen heller dadurch sind und somit natürlich auch das Bild anders ausschaut, als es gemalt wurde. Jetzt ist es so, dass ich das Firnis verschichte und das geschieht dadurch, dass man im rechten Winkel immer wieder die Oberfläche entlang streicht und das in mehreren Gängen macht, damit der Farbauftrag oder in dem Fall der Firnisauftrag gleichmäßig ist. Da kontrolliere ich jetzt gerade, ob das auch der Fall ist und gehe nochmal drüber. Die Eigenschaften, die ein gutes Firnis haben sollte, ist eben, dass man es gut und gleichmäßig verteilen kann und nachdem es aufgetragen ist, dass es allerhöchstens eine Viertelstunde zum Trocknen braucht, damit auch kein Staub sich drauf ansammelt. Hier sieht man noch dann das Bild im Gegenlicht, wie sich dann eben die Oberfläche spiegelt und da kann man ganz gut erkennen, dass es jetzt nicht so ein richtig speckiger Glanz ist.